Aber hier hinten ist noch Platz. Ganz ehrlich, dann machen wir hier einfach. Das sieht so doof aus mit diesen Straßen. Dann gönnen wir uns das jetzt mal hier. Was bringt er denn eigentlich? Wie 20? Willst du mich verarschen? Nur weil er einer baumelt oder was? Ah, das ist ja so, als würden wir ihm Geld in die Taschen stecken, während er da hängt. Okay. Du hast uns ein bisschen was gekauft, nett von dir. Oh, was ist denn das für eine geile Braut da? Ich meine, oh, jetzt ist er schon im Wirtshaus, Mist. Uns zwei Häuser, wie lange dauert das hier noch? Oh, das dauert noch eine Stunde fast. Nein. Was ist denn mit euch los? Egal, lasst euch Zeit. Solange ihr braucht, ist kein Problem. Und genau, was ich nochmal gucken möchte bei meinen, ich habe das ja auch mal so gezockt. Aber nicht so weit, da war das hier plötzlich, vielleicht können wir das jetzt sogar mal hinschreiben, da war hier plötzlich so ein Fragezeichen drüber und er hat nichts mehr abgebaut. Woran liegt das? Ist das hier so eine bestimmte Sache? Also kann man hier nur eine bestimmte Anzahl von Erz abbauen oder nicht? Ich weiß es nicht. Wenn er das einer von euch weiß, wäre super, wenn ihr das mal, mir mal das sagen könnt. Oh, was ist denn das, Alter? Was ist denn das? Ah! Okay, liegt am Kranken... Also gut, okay, was mache ich jetzt? Ich brauche wahrscheinlich ein Krankenhaus, gell? Boah, das kostet aber auch wieder 30. Ich glaube, ich muss den Geigen wieder abreißen. Ganz ehrlich, ich muss den Geigen wieder abreißen. Na gut, wenn das weg ist, dann kostet das, dann geht das. Ah ja, es scheint die Pest zu sein hier. Das wäre auch ganz nett dargestellt. Hier noch so ein ich weiß ja nicht, ob das Hautfetzen sein sollen, aber na gut. Der Geigen, also vielleicht baumelt es nicht mehr lange, mein Kollege. Vielleicht wirst du wieder abgerissen. Und was kostet eigentlich das an Unterhalt, wenn das 100 kostet? Dann bin ich ja gearscht. Da ist unser Geld schon wieder dahin, würde ich sagen. Aber das Krankenhaus hat auch schon wieder so viel gekostet. So viel zur zweiten Siedlung, ne? Tada. Oh, jetzt fängt der PC wieder an zu murren. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder irgendeine Zwischenszene, die ihr nicht sehen könnt. Aber bis jetzt noch nicht. Oh, und ihr stellt endlich was her, super. Oh nein, schicke ich das jetzt wieder irgendwo hin? Ja, mache ich. Da muss ich echt noch drauf achten, ne? Der macht nix. Haben wir 8 davon, gut, okay. Ach, gleich kommt bestimmt die Szene, wo man sieht, wie das Schiff vom Stapel läuft. Ich korrigiere, wie ich sehe, dass das Schiff vom Stapel läuft. Hier sind jetzt 5 Tonnen Gewürze, perfekt. Wenn die Gewürze haben, können die dann theoretisch aufsteigen? Ach, guck doch nicht so. Da gar nichts da. Noch ein ganz kleines bisschen. Oh, ich speichere lieber ganz schnell mal vorher. Gesichert. Gesichert. Ein neues Schiff segelt unter eurer Flagge. Wow, hat natürlich auch keine Kanonen, wie jedes andere Schiff von uns auch. Nicht schlecht, nicht schlecht, Herr Specht. Ne, sieht gut aus. Ein neues Schiff wurde vom Stapel gelassen. Sag ich mal, keine Ahnung. So, und jetzt nehmen wir alles mit, würde ich sagen. Ne? Wir wollen ja immerhin mal jetzt neu anfangen da oben. Und du könntest ruhig nochmal einen abholen. 1 Tonnen Werkzeug. 0 Tonnen. Na gut, fahren wir mit 9 Tonnen mal los. Mit 10 Tonnen sogar. Hierhin. Wo wir mein Konto hin haben, hier ist das super. Also dann bräuchten wir 2 von den Dingern. Und sonst eigentlich nichts, ne? Was kostet... Oh, ach, die Burg würde ich auch so gerne mal bauen. Kostet eigentlich auch nur 4, das können wir uns ja auch mal... Naja gut, aber wir haben so wenig Steuern. Dann... Egal, also wir brauchen hier... Was ist denn das jetzt? Was ist denn das? Oh, eine Goldmine. Warum haben wir kein Goldvorkommen hier irgendwo? Vielleicht haben wir hier oben eins. Boah, das wäre so super. Die verkauft es dann mal ein bisschen was? Hm? Werkzeuge verkaufen sie uns jetzt irgendwie aus Protest nicht mehr, doch. Gerade eben. So, und dann könnt ihr noch mal ein bisschen mehr werden. Wie sieht es eigentlich mit den ganzen Sachen aus? Nahrung haben wir genug, das haben wir genug, das haben wir genug, das haben wir genug. Das haben wir genug. Okay, haben wir alles genug. Gewürze, wenn die jetzt... Oh, da kommen 7 Tonnen Gewürze. So, ich schau mal, wenn jetzt hier die Gewürze da sind. Ja gut, okay. Perfekt. Geil.
Das könnte ruhig nochmal aufsteigen, oder? Oh. Nach einer Schule, okay, hinten ist die Schule. Naja, gut, okay, ist nicht so schlimm. Und nach einem Wirtshaus, ach so. Ja, das können wir theoretisch mal machen. Aber nicht jetzt, da habe ich keine Lust zu. Wir konzentrieren uns erstmal hier oben auf die Insel. Das Schiffchen ist noch nicht da. Boah, der hat 70 Einwohner mehr. Was ist denn das? Baumwolle. Oh, die wollen jetzt bitte nicht irgendwas Neues haben. Bitte nicht. Burger. Ach, nee, guck mal, das ist genau das gleiche Haus, was hier ist. Oh, aber wie viel? Der hat Burger. Aber wir auch, das. Und gleich haben wir 500 Einwohner. Gleich haben wir 500 Einwohner. Na komm, also jetzt mach mich dann nicht nervös hier. Hallo. Ah. 500 Einwohner, Freunde. 500 Einwohner. Oh, ganz schnell. Ganz schnell, wenn wir schon so viel haben, können wir einfach mal. 500 Menschen bewohnen eure Stadt. Warum nicht? Ach, Stein. Ja, einzelne, die 500-Zahl. 500 überschritten, perfekt. Ja, bis wir wieder genug Steine haben, haben wir zu wenig von den Hämmern. Oder? Ja, bis der die überhaupt mal abholt. Okay, gut. Dann konzentrieren wir uns jetzt vollkommen auf... Oh, Schienes. Ah ne, so ist das Schiff. Auf Rotfelden. Wir haben Dingsfelden gebaut, schön. Hohen Felden. Bauen wir doch erstmal zwei Fischerhütten. Zur Feier des Tages, was wir uns nicht leisten können, weil das noch hier drauf ist. Oh yeah. Was kosten die? 3, willst du mich verarschen? Haben wir 2 gebaut, ist schon wieder alles weg von unserem Hammer. Na gut, 3. Haben wir jetzt noch einen hier oben, ja. So, okay, dann fahren wir schnell nach Hause. Ach, wir können das ja erstmal. Wir sollten das vorher mal machen. 100% aber, 100% weiter und 50% Zuckerrohr, also nichts Spannendes. Oh, und wahrscheinlich jetzt eine Zwischensequenz? Nö. Toll, warum hängt das... Ach so, okay, es brennt gerade, ja. Ein Brand vernichtet eure Häuser. Nein! Ja, komm, bisschen schneller, wenn die das nicht sehen. Ach Mann, ich dachte, hier gibt's Gold. Kein Gold? Nö. Gibt's hier Gold? Geil, fahren wir einfach mal vorbei und gucken, ob es da Gold gibt. Einen, ja, da können wir uns natürlich jetzt nicht so viel von bauen. Das müssten wir noch hier hinbauen und dann könnten wir schon... Dann würde ich erst gerne damit anfangen, mit den Siedlern, mit den Bewohnern anzufangen. Gott, was ist das für ein Deutsch? Und hier weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll, damit die nochmal aufsteigen. Ich kann ja einfach mal... Aber ich, warte, ich guck mal ganz kurz auf die Verpackung, ob da steht, wie viele verschiedene hier Zivilisationsstufen es gibt, aber... Nö. Über 30 verschiedene Berufsgruppen, na dann... Nö, weiß nicht. Hab jetzt nichts von gelesen. Boah, wie schnell das jetzt geht mit den Werkzeugen. Jetzt haben wir schon wieder 12. 13. Ah, jetzt können wir auch ganz schnell. Da-da-da. Wir haben den dritten Kontor gebaut. Das sieht doch gut aus, oder? Einfach ja sagen. Und wie sieht's hiermit aus? Die bringen jetzt 10 Tonnen, bringt der gerade. Und wie viel sind hier noch? 11 Tonnen, perfekt. Ist alles super. Ah, ich speichere lieber nochmal. Gesichert. Gesichert. Die Ressourcen dieser Insel sind erkundet. Fast das gleiche wie bei unserer anderen Insel jetzt. Hohenfelden. Verdammt. Keine Goldmine. Nö. Ja, was können wir denn noch hier? Wollen wir hier unten nochmal schnell gucken? Ich möchte jetzt eine Goldmine haben. Komm, dann fahren wir schnell hier runter. Okay. Haus. Auch ein Burgerhaus. Oh, das sieht aber auch schick aus hier, ne?
Ist auch cool, dass es so viele verschiedene Häuser gibt, ne? Also bei den anderen gibt's ja, die sehen ja alle gleich aus eigentlich. Man kann so das Aussehen ein bisschen ändern, aber trotzdem, bei Anno 1701 waren ja die Dächer zum Beispiel auch so gerade alle grün oder so. Und hier sind es ja total verschiedene Häuser. Das ist ein Burgerhaus und das auch, ne? Also. Und das sind 9 Hämmer, wow. Kinder, Kinder, ist das gut. Wir haben jetzt hier 533, also, naja, toppen können wir den wahrscheinlich nicht mehr. Oh, dann mache ich jetzt das, was ich die ganze Zeit schon... Oh, nö. Ich ahne Schlimmes. Verlangen nach einem Badehaus. Hier, kannst du mich mal... Was wollen die denn alles haben? Wie stellen sie sich denn das vor? Weberei, wo ist denn...